Phasen durchführen können. Senosvis ist eine Gemeinschaft von 5 Kliniken, die seit einigen Jahren unterwegs ist. Und wir alle sind ja bemüht, die Qualität in der Behandlung bei Brustkrebspatientinnen zu verbessern. Wie Sie wissen, braucht es dazu heute Zertifizierungen. Und wir sind unterwegs und versuchen uns zu zertifizieren, haben aber einiges an Problemen, weil wir sind 5 Zentren und es gibt eigentlich kein Label, das 5 Zentren zertifizieren kann. Es gibt immer nur 2 Kernzentren. Da sind wir im Prozess und versuchen trotzdem einen Weg einzuschlagen, der für uns erfolgreich sein kann. Das Spital Thurgau AG ist zertifiziert nach ISO, hat diesen Schritt also bereits schon gemacht. Die Frage ist, ob diese Zertifizierungen wirklich die Qualität dann verbessern werden. Wenn man schaut, was der Grundversorger für einen Einfluss hat auf die Brustkrebsmortalität, sieht man in Publikationen, dass Patientinnen, die in Therapie sind bei Grundversorgern, eine verbesserte Mortalität haben, also eine tiefere Mortalität. Ist gerade jetzt ein Artikel im Annals of Family Medicine erschienen, im September, also ganz rezent, 3 Zentren, New Jersey, Boston und Miami, Florida, bei der großen Fallzahl konnten zeigen, dass die Betreuung durch Grundversorger ebenfalls die Mortalität senkt. Wenn Sie aber in den Zertifikaten schauen, ist der Grundversorger eigentlich nicht berücksichtigt. Unsere Fortbildung richtet sich auch an den Grundversorger. Wir möchten relevante Aspekte der Therapie und in der Betreuung von Brustkrebspatientinnen heute etwas beleuchten. Und der erste Referent wäre vielleicht noch etwas Administratives. Sie haben kein Handout bekommen, aber Sie können seit gestern Abend alle Vorträge über diesen Link herunterladen. Sie haben ein Mail bekommen und dort ist der Link drin. Das können Sie anklicken und dann können Sie die Vorträge herunterladen. Das zweite ist, dass Oncoletter hier ist. Oncoletter wird die Vorträge aufnehmen und ins Netz stellen. Sie können über die Webseite von Oncoletter die Vorträge nachher nochmals anschauen, also in Wort und Bild. Es freut mich, den ersten Referenten zu begrüßen, ein ehemaliger Senosvisler, seit Juni Chefarzt in Chur, ist dort in touch mit dem Mammographie-Screening.